Servus Leute! Ja, es gibt wieder ein Unboxing. Ich hab Post vom Heidi bekommen. Ja, und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe vor ein paar Tagen habe ich ein Video vom Sandro vom Kanal Incognito gesehen, von der IVA. Und ja, bei Tools for Gents war ja der Heidi auch dort und hat einige Messer mitgehabt. Und ja. Dann habe ich dort zwei Messer gesehen, die was mir irrsinnig gut gefallen haben, weil ich war auf der Suche nach einem kleinen feststehenden Messer, was jetzt nicht wirklich schickimicki ist, sondern eher einfach, wo es egal ist, wenn man das jetzt dazwischen bei den Schlüsseln hat oder ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, habe ich mir dann angeschrieben. Ja, und dann habe ich ein Messer von ihm gekauft. Ja, gut, ich würde sagen, das machen wir mal auf. Wie gesagt, ich hab wieder mal kein Stativ da. Ja, 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 ja. Schneide gleich meinen Sitz auf. So. Ist das noch irgendwo? So. So, wisch das mal nicht so. Da ist noch mal was. Da auch. So, das sollte schon genügen. Ja, ist alles ein bisschen blöd mit einer Hand. Sieht man schon was? So. Ja, da ist das gute Stück. Ja, eine Keidegscheide. Titan Griffschalen. Ja, so ein kleines Logo, was er da immer oben hat. Ja, und eine kleine Besonderheit davon ist, wir haben da einen 1.2442er Stahl. Das ist ein Wolframstahl mit ja, ziemlich großem Anteil. Wir haben da 1,95%. Ja, ist ziemlich verschleißfest, was ich so gehört habe. Und ja, sehr zäh. Ist ein nicht rostfreier Kohlenstoffstahl und ja, ist richtig cool. Mal die Handlage. Ja, ich wollte unbedingt ein ziemlich kleines Messer haben, weil ich habe mein Isula 2. Das ist mir schon eine Spur zu groß. Also ja, nur mal zum Vergleich. Hopp, bleib liegen. Ein normales Victorinox Compact. So, das Compact ist sogar größer. Und ja, für das, dass so klein ist, passt es wunderbar bei mir in die Hand. Also ich habe ein wunderbares Vier-Finger-Messer. Und ja, das Titan ist wirklich sehr schön abgerundet auf die Seiten. Das gefällt mir richtig gut. Ja. Das soll schon gewesen sein. Vielleicht mache ich da mal ein extra Video dazu und ja, meine Erfahrungen oder so nach einer gewissen Zeit oder ja, wie es sich so schlägt halt. Na gut, Leute, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.